Ja, vor kurzem habe ich noch eine weitere Köstlichkeit entdeckt. Diesmal etwas zum Trinken. Instant-Kaffee-Pulver aus Kaffeearmut. Und ja, die Packung sagt: Genießen Sie den köstlichen Classico-Cappuccino. Man soll 5 bis 6 Löffel reinmachen. Ja, und das Wasser haben wir ein bisschen abkühlen lassen. Mit Schokolade, glaube ich, der Cappuccino. Ich mag ja Cappuccino eigentlich sehr gern. Aber das ist natürlich eine Sache für sich hier, diese Köstlichkeit. Allein dieser schokoladige Geschmack, der prügelt alles nieder, was an Geschmacksnerven noch da ist. Also ich habe beim ersten Mal Zucker reingemacht, das war ungenießbar. So ist es also knapp über 'so halt wie so ein Kantinenautomat mehr oder weniger, sowas in der Art. Also ja, lecker ist was anderes. Ein bisschen heiß. Hat auch, also mit Kaffee gar nichts zu tun, würde ich mal sagen. Also eher so gefärbtes Wasser mit irgendwas. Kaffee überhaupt nicht. Ja. So eine Art von geschmacksneutral mit so einer fiesen Randnote. So was ist das? Ja, und wie gesagt, 5 bis 6 Löffel für. Also mit Zucker habe ich mal probiert, das war bestialisch. Das hier ist noch wertneutral, um es positiv zu sagen. Bis auf diese fiese Endnote. Da muss man sagen, die Lebensmittelchemiker, die das zusammen gebraut haben, haben sicherlich schon alle Geschmacksnerven verloren, entweder beim Testen von dem hier oder bei diesen Fish Chips von letztem Mal. Anders lässt sich das nicht erklären. Also ich muss sagen, auch wieder was, was die Menschheit nicht braucht. Ich auch nicht.